So, die Panzerauswahl beginnt. 1 DP anscheinend nur zu 6. Sehr ausgeglichen bei der Panzerwahl. BWP hat durch diesen einen Spieler mehr halt eine Arti mehr. Na, mal schauen, ob DP 1 DP dem was entgegenbringen kann. So, auf der blauen Seite haben wir 1 DP mit 2 Spottern, 2 WZ 132, 2 Defendern und 2 T32. Und auf der roten Seite haben wir BWP mit einer M40, M43 Artillerie, 2 LTTB Light Tanks, einem Defender und 3 T32. So, 1 DP, die beiden Scouts bewegen sich schon mal Richtung Heavy-Gasse. Ein Spotter, der LTTB von Dr. Manhattan, war gespottet. War doch kleiner in Höhe. Dr. Manhattan hier in Unterzahl, wenn C noch dazukommen würde. Simon kommt jetzt Dr. Manhattan zur Unterstützung. Na, die Arti verlegt sich weiter Richtung Linie 1. Mal zu den Heavys. BWP bleibt erstmal hier am Bergansatz stehen. Dobri, schön auf der Einzellinie, kann schön flankieren. Artillerieschuss ging gerade vorbei an dem Defender. Gucken wir mal hier bei den Spottern. Oh, Simon ist raus. Somit doch alleine. Wegen 2 BZ. Schöner Schuss von C. Jo, die 1 DP hat hier schon ordentlich Struktur gelassen. Aber jetzt kann 1 DP mit den beiden Scouts hier flankieren. So, dass man sieht man beides, Spotter und Heavys. Ja, der Bulasek ist One Shot. Jetzt ist C gekettet, hat aber Dr. Manhattan schön erwischt und er hat vorbeigeschossen.
komplett ist Pula Säcke raus. Der Artischuss hat den Defender gekettet und unter 100 Schaden gemacht. So, jetzt werden sie den LTTB rausnehmen. Und jetzt werden die beiden Scouts sich auf den Hautaneki stürzen. Der jetzt soeben C rausgenommen hat. Ja, BWP ist ein bisschen in der Zange hier. Dobri sollte jetzt den Defender rausnehmen hier. Von Dorota. Ja, macht er. Jetzt sind noch. Jetzt ist noch ein T32 von Van Steenbeck, der jetzt auch raus ist. Somit geht die erste Runde an BWP. Sie haben gewonnen! Lasst uns abhauen! Aber sehr gut gegengehalten, würde ich sagen. Ja, vielleicht hätten die Scouts am Anfang doch ein bisschen schneller die LTTBs rausnehmen müssen. So, weiter geht's. 1 TP schon mal mit dem gleichen Setup und BWP auch mit dem gleichen Setup wie vorher. So, auf der blauen Seite diesmal BWP mit einer M40, M43 Artillerie, zwei LTTBs Light Tanks, einem Defender und drei T32. Und auf der roten Seite haben wir 1 TP mit zwei WZ-132 Lights, zwei Defender und zwei T32. 1 DP wieder mit beiden Scouts Richtung Heavy Gas unterwegs. Und BWP wieder, wie vorhin, mit Dr. Manhattan Richtung Heavy Gas unterwegs. Und Simon erstmal Richtung Cap. Alle Heavys bewegen sich Richtung Cap. Die Arti bleibt erstmal auf A78 stehen. Gehen sie doch schon etwas aggressiver drauf. 1 DP. Aber Simon kommt jetzt zur Hilfe zurück und die Heavys wirken auch noch zurück. Das wird teuer für C. Das ist auch schon zwei Drittel seines Lebens verloren. So, jetzt werden sich die beiden LTTBs erstmal auf C stürzen. Den sie jetzt raus haben. Und dann werden sie sich jetzt auf. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Auf den anderen WZ-132. So, gut, das sollten sie ja schaffen. 1 DP sehr weit vorrückt hier schon. Mit zwei Panzern in der Base. Ein T-32 von Radonin, der hier verhindert, dass sie T-32 resetten können. Dobri wieder auf der 1er Reihe, um zu flankieren.
Doniu ist jetzt im One-Shot-Bereich fast. Jetzt sollte er von Simon rausgenommen werden. Ja. Arty hatte hier resettet und beide Defender getroffen, wie ich gerade gesehen habe. Ja, und jetzt pusht BWP. Erste Defender raus. Das wird gleich der T32 dran glauben müssen. Und jetzt nehmen sie sich noch den letzten, der jetzt auch raus ist. 6:0 für BWP diese Runde. Somit in der Gesamtwertung 2:0 für BWP. So, weiter geht's. Auf Ruhenberg, diesmal. Ähnlicher Setup bei beiden Teams. BWP mit ihrem zusätzlichen Panzer haben sie den Atomic. Als einzigen Medium im Gefecht. Haben wir 1 DP mit einem reinen Heavy Setup, 2 IS-3, 2 Defender, ne 3 Defender und einem T32. Auf der roten Seite haben wir BWP mit einem Atomic Medium, 2 IS-3, 2 Defender und 2 T32. Base ist hier auf E0. Ich glaube, es gibt noch eine Variante, wo die auf 1F ist. Oder F1, den ersten Buchstaben sagen wir. Der Atomic fährt hier an die Mitte ran. Kann man schön all down stehen. Hat auch gut aufgemacht. Alle bis auf einem, dem Mischka. So, BWP steht zu dritt in der Base-Zone. Darauf an, wer am besten die Schüsse anbringen kann. 1 DP hat schon 3 Schüsse kassiert. Da hat Bula weg gebrannt, hatte aber automatischen Feuerlöscher dabei. Ist auch One-Shot, beziehungsweise die T32 noch nicht ganz. Weiter vor. Um mehr in die Pfanne zu nehmen.
Mischka hält da schön zwei Panzer dran, Schaden anzubringen. Jetzt allerdings. Also doch rum und Bogen auf den Trip. Ich bekomme hier gar nichts mit, ey. So, sind schon mittlerweile schon drei Panzer von 1 TP raus. Und jetzt pushen sie hier. PvP. Und nehmen den nächsten raus. Ja, Mischka ist jetzt der letzte. Ja, nimmt er sich noch was von den Netten? Ne, der ist halt im Deckern. Ja, wieder klares Ergebnis für BWP. Mit 6:0. Somit führt BWP jetzt 3:0. So, die Panzerauswahl beginnt. Wahrscheinlich zum letzten Mal in diesem Match. Ein DP, diesmal nur mit russischen Heavys. So, auf der blauen Seite haben wir diesmal BWP mit einem Atomic Medium, 2 IS-3, 2 Defendern und 2 T-32. Und bei 1 TP haben wir 3 IS-3 und 3 Defender. Diesmal durch die Gasse einer Stadt. So ist der erste auch jetzt aufgegangen, Simon. Aber auch alle, fast alle, außer C von 1 TP sind auf. Jetzt werden sie C fokussieren. Der jetzt auch raus ist dadurch. Aubry hat ja aber auch schon über die Hälfte seiner Struktur gelassen. Jetzt werden sie sich hier auf Radoni konzentrieren. Der jetzt allerdings doch in einem Schutthaufen in Deckung fahren konnte. Vorerst. Aber kriegt trotzdem noch. Bulasek schießt von der Seite so ein bisschen rein. Hautanecki und Kluiv kommen hier von rechts. Nehmen auch Radoniu raus. Jetzt werden sie sich wahrscheinlich auf Mischka konzentrieren. Ja, Simon hier, One-Shot, fährt ziemlich weit vor, ne? Aber der IS-3 von 1CP nimmt ihn doch jetzt raus, ja.
Lewis ist hier One-Shot, zieht sich zurück. Und Dr. Manhattan. Masilunka und Dobri werden sich jetzt hier um Bulasek kümmern, zu dritt. Dorota zielt Richtung Bulasek. Bulasek ist jetzt raus. Jetzt ist nur noch Dorota alleine gegen 6. Und raus ist er jetzt auch. So, damit gewinnt BWP auch die letzte Runde des Matches. 4:0. Schade, dass 1DP nur mit 6 angetreten ist. Wäre sonst ein sehr interessantes Gefecht gewesen. Ja. Auf alle Fälle wünsche ich den BWP erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg.